So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und ihr seht, es ist Donnerstag, der 24. Oktober, 23.50 Uhr. Und wir können das Ticket kaufen, das Event-Ticket, warum auch immer. Es hieß ja, das neue Datum für das Event-Ticket, für das die kolossale Entdeckung oder wie auch immer das heißt, ist der 25. um 22 Uhr. Jetzt ist es noch der 24. Ich komme nämlich gerade vom Kino, Terminator 6. Danach, nach dem Video, werde ich vielleicht, glaube ich, gleich noch das Review aufnehmen. Das kommt dann also auch noch online. Und wir haben hier sogar eine Anfängerbox, ne? Manche haben ja die Boxen hier, manche nicht. Ihr seht, Anfängerbox für 99 Cent, ein Premium-Pass, eine Superbrutmaschine, 30 Pokebälle, ein Glücksei. Das ist aber uninteressant, denn hier habt ihr jetzt Event-Ticket stehen. Mehr erfahren, nimm an einem besonderen Event teil. Eine kolossale Entdeckung, ein Ticket zur Teilnahme am besonderen Event, eine kolossale Entdeckung. Am 2. November, 11 Uhr bis 19 Uhr Ortszeit, wo immer du dich befindest. Details und Neuigkeiten im Spiel. Du musst während des angegebenen Zeitraums spielen, um alle Bonusse, das heißt nämlich gar nicht Boni, nicht alle Boni, sondern alle Bonusse dieses Spezialevents zu erhalten. Kostet also 8,99 Euro. Und wir sind natürlich gerne bereit, diesen Preis zu zahlen. Wir drücken mal hier drauf. Oh, zustimmen. Okay. Google Play Guthaben noch 80,22 Euro. Das ist aber schön. Ich dachte, jetzt wird es wieder kompliziert. Tippen und kaufen. Kauf bestätigen. Fingerabdruck bestätigt. Zahlung erfolgreich, hat also geklappt, hoffe ich. Wo sieht man das jetzt? Hier oben ist es also reingekommen. Wir gucken gleich mal in die Itembox. Da müsste das ja jetzt drin sein. Genau, wir sehen es hier. 2. November, 11 Uhr bis 19 Uhr. Dieses Ticket wird automatisch aktiviert, sodass du am 2. November an einem besonderen Event teilnehmen kannst. Das also richtig genial, das hat aber natürlich auch wieder für viel Gesprächsstoff gesorgt, für viel Wirbel in der Community und dazu wollen wir uns jetzt widmen. Die große Frage nämlich natürlich, werdet ihr euch auch so ein Ticket kaufen oder sagt ihr, Ticket brauche ich nicht, ist unnötig, weil ihr habt davon nichts weiter. Raiden könnt ihr auch ohne Ticket und Regigigas, worum es den meisten vielleicht geht, kriegt ihr ja auch ohne Ticket, weil das eben dann in die X-Raids kommt. Und Avatar-Posen braucht ihr nicht, die Items bekommt ihr auch so. Was ist also der Anreiz? Warum will man sich so ein Ticket kaufen? Ist das nicht total schwachsinnig? Und deswegen gibt es die Leute, die sagen, was, 8,99 Euro, echt Geld, spinnen die, bitte boykottiert das, keiner soll sich das Ticket holen, hieß es die ganze Zeit. Aber was ist eigentlich so schlimm daran? Ich tu mal kurz hier die Aufnahme wegmachen, so, damit es nicht weiterläuft, denn wir reden ja jetzt hier. Ich meine, es gibt so viele Sachen in Pokémon Go, wo man auch Geld investiert und Leute, die wirklich Free-to-Play sind, die werden ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Es ist ja nicht so, dass man mit dem Ticket was bekommt, was man sonst nicht bekommen würde, außer die Goldmedaille. Aber Goldmedaillen gibt es ja dann auch bei diversen Safari-Zonen, bei Go-Festen und so weiter. Wenn ihr da nichts gekauft habt, euch kein Ticket geholt habt, habt ihr das ja auch nicht, ist auch nicht so tragisch gewesen. Denn Leute, die kein Geld für Pokémon ausgeben wollen, werden eben zu nichts gezwungen und kriegen trotzdem irgendwann Regigigas, kriegen trotzdem die Shinies, weil sie die an dem Wochenende so raiden können von den Regis. Also ich sehe jetzt nicht, dass es was Schlimmes ist, wenn man das anbietet, denn so viele Leute sind bereit gewesen, für die Safari-Zone Geld auszugeben, sich ein Ticket in der Safari-Zone zu holen. So viele Leute waren bereit, zum Go-Fest zu reisen, sich ein Ticket für das Go-Fest zu holen. Das ist ja viel teurer. Hier habt ihr für 8,99 Euro ein Ticket und woanders habt ihr 30, 40 Euro bezahlt für ein Ticket und es war völlig in Ordnung. Jeder hat das Ticket gekauft, jeder ist dahin, jeder hat das genutzt. Aber was gab es denn eigentlich bei den Safari-Zonen oder was gab es denn eigentlich bei den Go-Festen? Es ist ja nicht so, dass es da Pokémon gab,
die es nur dort gab und die man niemals im Spiel sonst bekommen würde. Ihr habt also durch das Ticket eigentlich keinen Vorteil gehabt. Ihr habt Sachen vielleicht einfach ein bisschen früher bekommen. Und ihr habt Sachen bekommen, die andere noch nicht hatten. Die Shiny-Raten sind dort auch höher gewesen, meistens bei den Safari-Zonen, bei den Go-Festen. Trotzdem habt ihr auch außerhalb von einem Go-Fest die Möglichkeit, Shinies zu bekommen, Shinies zu jagen, Shinies auszutauschen. Und selbst wenn es hieß, da ist das Go-Fest, da wird jetzt, sagen wir mal, Yanma rausgehauen als Shiny. Zum gleichen Tag, wie es dort das Yanma gab, gab es das auch weltweit als Shiny. Man konnte also auch, wenn man nicht beim Go-Fest ist oder bei der Safari-Zone, bei der Safari-Zone war das natürlich, konnte man das trotzdem auch weltweit bekommen. Warum geben die Leute also Geld aus, um zur Safari-Zone zu gehen, um zum Go-Fest zu gehen, wenn sie doch eigentlich nichts anderes bekommen, wie der Rest der Welt auch? Nur halt in dem Moment ein bisschen mehr und ein bisschen häufiger, aber trotzdem eigentlich dasselbe. Ganz klar in erster Linie, denke ich mal, wird das natürlich an diesem Feeling liegen, was ihr habt, wenn ihr zu so einer Safari-Zone geht und das sind einfach so viele Pokémon-Spieler und alle da an einem Ort versammelt, alle mit den gleichen Interessen, wie wenn ihr halt, der Unterschied, ob ihr nun zu Hause auf dem Sofa sitzt und alleine einen Film guckt oder ob ihr im Kino sitzt mit Freunden, der ganze Saal auch voll ist, dann noch massig Publikum dabei ist, es erzeugt einfach eine ganz andere Stimmung. Bei Go-Festen ist das so, bei Safari-Zonen ist das so und klar, keiner muss sich das Ticket holen, aber ich persönlich, ich mache ja immer Videos, gerade auch von Spezialforschungen, von Raid-Touren, für mich lohnt sich das auf jeden Fall, denn ich habe Content für meinen Kanal dadurch, ich kann die Spezialforschung mir angucken, wir werden das so planen, dass wir mit einem Auto am Start sind, 4-5 Leute, wie auch immer, 4-5 Accounts, 1000 Accounts, 6 Leute, irgendwas, dass wir also den Tag wirklich von 11 bis 19 Uhr nutzen, uns da wirklich ein einmaliges Erlebnis gönnen, wir den ganzen Tag dann unterwegs sein werden, wenn hier gerade nichts geht, vielleicht auch mal die Nachbardörfer abklappern, Bad Rodach, Eisfeld, Schleusing, was gibt's noch alles genau? Das ist aber eine gute Sache. Wir haben die Spezialforschung, die wir machen können, die wir als Gruppe zusammen meistern, uns zusammen da durchboxen, werden eine coole Zeit haben, werden Spaß haben. Das ist auf jeden Fall ein besonderes Event. Dann habt ihr ja mit dem Ticket, ihr habt da diese Items dabei, ihr habt eben Regigigas dabei, was einfach ein richtig cooles Pokémon noch ist, was auch richtig stark wird, auch über 4000 Erfahrungspunkte bekommt. Könnt ihr natürlich auch aus den X-Rates bekommen, aber da eben auch schon, ist trotzdem was Nützliches und das vorab. Bei den Go-Festen habt ihr ja auch zum Beispiel Celebi vorab bekommen, aber jeder andere hat es danach, nach dem Go-Fest ja auch bekommen, wenn er die Spezialforschung gemacht hat. Wie gesagt, trotzdem ist es was Besonderes, trotzdem macht das Spaß und schon alleine, wenn ich sehe, ich bekomme 10 kostenlose Raid-Pässe für 9 Euro, wenn ich mir im Shop Raid-Pässe kaufen würde, würde ich für 10 Raid-Pässe auch 10 Euro bezahlen. Also ich will an dem Wochenende ja eh raiden, weil die Regis da sind und die möchte ich als Shinies haben und ich werde eh Raid-Pässe kaufen. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich nun echtes Geld investiere in Poke-Coins und mir dann eine Box kaufe von den Poke-Coins, um zu sagen, tja, das hat ja kein Echtgeld gekostet, das hat nur Poke-Coins gekostet und das ist jetzt also was komplett anderes, weil ihr es ja von Echtgeld direkt bezahlt. Ist eigentlich nicht so. Gut, Leute könnten sagen, wenn man 2 Millionen Jahre spart mit den Münzen aus den Arenen, die man kostenlos bekommt, kann man sich auch mal eine Box kaufen, ohne wirklich Echtgeld zu investieren. Aber die Leute, die bisher wirklich kein Echtgeld investiert haben, müssen das ja auch weiterhin nicht. Euch entgeht ja in dem Sinne nichts. Und Leute, die sowieso nicht nur auf die Münzen aus den Arenen gesetzt haben, die sowieso jeden Monat sagen, boah, keine Coins, ich muss wieder 100 Euro aufladen, die alles da reincashen, für die ist das doch kein Unterschied, ob die sich jetzt Münzen kaufen und dann mit den Münzen das bezahlen oder ob sie direkt das Geld bezahlen für die Items und für das Ticket und für alles, was sie da bekommen. Für mich alleine lohnt sich das schon für die 10 freien Raid-Pässe, für die Spezialforschung, für das Material, was ich dann habe, für den coolen Tag, für das Event von 11 bis 19 Uhr, eine Tour zu machen, mit Freunden Spaß zu haben, eine Medaille vor allem, die sich immer gut im Profil macht. Die Medaille ist mir, glaube ich, sogar noch das Wichtigste an der ganzen Sache. Nein, 10 Euro Medaillenkauf, warum nicht? Trotzdem, jeder sieht vielleicht einen anderen Vorteil darin, aber
Ich kann das auch nicht verstehen, weil bei vielen Abstimmungen das auch wirklich wahr werdet, ihr die Münzen kaufen, ja, nein, vielleicht. Der Großteil hat einfach gesagt, nein. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Warum sind denn die Safari-Zonen so gut besucht? Warum ist das Go-Fest so gut besucht? Wieso ist immer alles ausgebucht, wenn der Großteil der Leute ja nicht bereit ist, Geld zu bezahlen oder zu investieren? Das verstehe ich nicht. Entweder, das müsste doch eigentlich, ihr habt keine Reisekosten, ihr könnt direkt vor Ort spielen. Und jeder hat eben die Möglichkeit, das zu nutzen. Nicht nur die Leute, die ersten 200, die da sind, die ersten 100.000, die da sind. Und ihr seid vor Ort, ihr könnt das alles mitmachen und es ist meiner Meinung nach eben relativ günstig. 8,99, das sind nicht mal 10 Euro, während ihr sonst 30, 40 Euro für ein Ticket zahlt. Deshalb für mich, ich kann den ganzen Hate nicht verstehen, wieso das so in den Boden gedroschen wird, wieso die Leute sagen, man soll das boykottieren und man soll sich bloß nicht das Ticket kaufen, das ist Geldmacherei, das ist Abzocke, dann machen die bestimmt in Zukunft öfters sowas, aber selbst wenn die öfters sowas machen, ihr müsst es euch ja nicht kaufen, euch entgeht ja trotzdem nichts, selbst wenn die einmal im Monat sowas machen. Ihr kriegt die Sachen ja trotzdem, auch ohne das Ticket irgendwann. Ist ja mit allen Sachen so. Deswegen, ich verstehe wirklich gar nichts mehr. Ist auch schon spät, deswegen verstehe ich sowieso nichts mehr. Jetzt ist auch schon nach 12, weil ich wieder so lange geredet habe. Ich auf jeden Fall hab's mir gekauft. Ich denke auch, viele werden das kaufen, viele werden das nutzen, werden sich einen coolen Tag machen, werden einen Ausflug planen, werden da abgehen. Wir werden natürlich dabei sein mit der Kamera, werden die Spezialforschung abfilmen, festhalten, gucken. Raid-Aufgaben werden dabei sein, hat man ja schon, glaube ich, ein bisschen so rausgehört. Was gibt's sonst noch? Sind auch gleich ein paar Shinies dabei und das wird bestimmt eine geniale Zeit. Ich freue mich drauf. Und deshalb die Frage natürlich an euch, wie steht ihr zu dem Ticket? Habt ihr euch schon ein Ticket gekauft? Werdet ihr noch ein Ticket kaufen? Oder warum seid ihr gegen das Ticket? Was stört euch daran? Wieso findet ihr das Ticket dumm? Wieso sagt ihr, das ist Schwachsinn und das darf nicht sein? Warum boykottiert ihr das? Lasst mal eure Meinung da wirklich zu dem Thema. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.